Ich habe mich selbst eingesperrt. Wie? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Little Big Adventure. Und jetzt ist wieder alles gut, nachdem jetzt soeben der Twinsen sich dachte, ich mache, was ich will. Okay, aber jetzt macht er wieder das, was ich will. Und so soll es ja auch sein. Jetzt machen wir nämlich Folgendes. Jetzt steigen wir auf unser soeben erworbenes Boot. So, es gibt noch eine Rebellionsinsel auf den Hamalai. Da wollen wir mal noch nicht hin. Ich würde jetzt erstmal sagen, zur Insel Proxima, denn da wohnt dieser Cousin des Fälschers. Da wollen wir jetzt zuerst mal hin. Jetzt weiß ich nicht, brauchen wir jetzt hier... Verbrauchen wir jetzt hier für Sprit oder sowas? Ich glaube nicht, das ist ja ein Segler. Das heißt, da müssten wir eigentlich ganz gut jetzt überall hinkommen, ohne dass wir irgendwelche extra Investitionen für Treibstoff oder ähnliches haben. So, Insel Proxima. Und da suchen wir den Cousin des Fälschers. Bruder, Cousin, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall kennen die sich. So. Auch hier looten wir zuerst mal die halbe Insel. Dann lesen wir, was da vorne auf dem Zettel steht. Willkommen in Proxim City. Insel Proxima. Willkommen in Proxim... Ja, ist okay. Okay. Auch hier erstmal wieder ein Überblick. Okay, da unten ist ein Soldat, der schläft. Irgendwo läuft hier so eine Maschine rum. Sehen wir aber jetzt aktuell noch nicht. Wird aber mit Sicherheit irgendwann mit uns in Kontakt treten, ob wir das wollen oder nicht. So. Hier ist nichts zum Looten, oder? Gibt's das? Kann das sein? Tja. Hier geht aber auch was. Warte mal. Hohoho. Interessant. Ah, da ist eine Schlange. Schlangen gibt's hier auch. Macht aber nichts. Die können wir ja... Naja. Vielleicht können wir sie. Wegmachen, bevor sie uns gefährlich wird. Genau, die beißen nämlich auch. So. Dann können wir mit etwas Glück. Oh nein. Ja, okay, okay. Ich stecke wenigstens mal nicht in diesem Grafikfehler fest. Was ist jetzt passiert? Ah, eine Schlange. Okay. Wer hätte das gedacht? Egal. Die machen wir auch gleich weg, bevor sie uns gefährlich wird. Ja, wenn wir sie denn... Natürlich erreichen wir sie nicht. Wäre ja auch zu einfach. Komm schon, Twinsen. Trifft das Ding doch einfach. Das ist nicht so einfach, ne? Vor allem, dass man so eine Schlange zweimal treffen muss. Eieiei, wenn er dann wirklich noch dahin zielen würde, dahin treffen würde, wo man zielt. Das wäre so super. Aber naja. Man kriegt nun mal im Leben nicht alles, was man will, ne? Vor allem aber nicht, was man braucht. So. Jetzt müssen wir uns hier erstmal, glaube ich, so ein kleines bisschen zurechtfinden. Ich weiß gar nicht, wo man hier überall hinkommt. Also hier gibt es verschiedenste Wege, scheinbar, sich irgendwohin fortzubewegen, unentdeckt. Ich guck jetzt einfach mal, was hier passiert. Ich habe mich selbst eingesperrt. Wie? Komme ich da wieder raus? Okay. Wollte ich eigentlich nicht hin, ne? Muss ich mal so sagen. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Egal. Wir schauen trotzdem mal weiter. Also viele Möglichkeiten gibt es ja jetzt nicht da hinten rum. Weiß ich jetzt nicht.
wieder diese Fallstudien-Gedöns-Scheiße hier los. Ja, also mit Fallstudie meine ich sowas. Ich weiß, in echt ist das was anderes, aber dieses Spiel definiert die Fallstudie für sich selbst. Ah, hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, dass ich es tatsächlich so darüber schaffe. Es ist wahrscheinlich auch nicht so gedacht, dass ich da jetzt rumlaufe. Es sei denn, die wollen, dass ich Fässer schiebe. Aber dann hätte ich das ja jetzt, glaube ich, automatisch irgendwie gemacht. Macht nichts. Wir gehen jetzt hier mal wieder hoch. Wir probieren, ob wir die Schlange... natürlich erwischen wir die Schlange nicht so. Das wäre ja auch zu einfach. Ach, das ist mir auch alles viel zu blöd hier. Muss ich ehrlich sagen, dieses qualvolle Zielen. Ja, ich glaube, das ist so viel einfacher, als wenn man sie mit dem Zauberball bekämpft. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Das, es scheint sie nicht zu stören, dass ich hier bin. Okay. Ah, da vorne ist wieder ein Moped, da kann ich wieder irgendwo hinfahren. Allerdings sagt mir etwas, dass ich hier noch ein bisschen was zu tun habe. Den Soldaten lassen wir mal schlafen, wir wollen nicht mehr Aufmerksamkeit auf uns ziehen, als es unbedingt sein muss. Wir suchen hier den Cousin, Schrägstrich Bruder, Schrägstrich Schwibschwager eines Fälschers von der Hauptinsel. Kommen wir hier irgendwie rein? Hier kommen wir sogar irgendwie rein. Ich laufe jetzt einfach mal ganz, ganz sinnfrei rum. Erstmal um zu checken, was hier alles abgeht. So, hier ist noch was. Ah, wer sind Sie? Können Sie mir helfen? Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Jemand hat sich in der Adresse geirrt und mir versehentlich diesen Gegenstand geschickt. Es handelt sich dabei um eine Tastatur, mit der man eine Tür des Beamzentrums öffnen kann. Dieses öffnet einen Raum voller Megapinguine. Man hat dir soeben einen Türcode gegeben. Ist ja nicht schlecht, ne? Nehme ich. Ist ja okay, wenn ich hier Geld mitnehme, oder? Ich habe mir kürzlich ein Boot gekauft, war ein bisschen teuer, deswegen ja, müssen wir jetzt ein bisschen auf den Pfennig gucken. Tschüssi. Ja, okay, es geht weiter. Waren wir da unten drin? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Hallo. Brauche ich irgendwas? Ne, Magic habe ich voll, ich könnte Kohle gebrauchen, tatsächlich. Willkommen, werter Kunde. Ihr Besuch ist mir eine Ehre. Ja, ja. Stellen Sie sich gegen den Artikel Ihrer Wahl und drücken Sie Aktion, um ihn zu kaufen. Brauchen wir jetzt aktuell nicht. Das Einzige, was wir tatsächlich brauchen, ist das, was der von uns will. Und dann, ja, da muss man erstmal mit klarkommen. Da ist ein merkwürdiger Dingsbums an der Tür. Das schauen wir uns jetzt gleich mal aus der Nähe an. Geld, genau. Das ist doch gut. Nicht, dass ich gar diesen Türcode da verwenden kann. Ach, man kann unmöglich ohne rote Karte aufmachen. Ah, rote Karte. Die kriege ich ja, glaub... Oder, Moment mal. Rote Karte? Hatte ich sowas nicht? Nee. Tatsache. Hatte ich nicht. Na, das ist ja... Das ist ja mal ein Ding. Okay. Und wer sind Sie? Guten Tag. Guten Tag. Ein Museumsbesuch kostet Sie 5 Kasches. Möchten Sie eine Eintrittskarte? Ich denke erstmal nicht. Museen langweilen mich. Museen langweilen mich. Museen. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass wir diese Tür hier wahrscheinlich jetzt aktuell nicht durchschreiten können. Nö. Also ja. Nein, geht nicht. Nichtsdestotrotz, wir laufen hier mal so ein bisschen rum. Hier geht's auch noch hoch. Einfach mal gucken, was hier so gibt. Den Typen da, mit dem will ich jetzt nicht sprechen.
tatsächlich nicht. Was ich jetzt mal tun möchte, ist mal in die Richtung gehen, um zu gucken, was da los ist. Okay, hier scheint es ein bisschen militärberuhigt zu sein. Also ich sehe zumindest mal keine. Niemand ist hier. Niemand ist hier. Nur eine Beamzelle. Das ist natürlich doof. Es könnte jetzt jederzeit also jemand hier auftauchen. Jemand solches. Was hier passiert ist, hier ist ja, also Loch in der Wand. Da ist auf jeden Fall. Also ich schätze mal, was explodiert, ne? Schauen wir uns das gleich mal an. Hallo. Oh ja. Grüße Sie. Guten Tag. Ich arbeite seit Tagen an einem Jetpack-Prototypen. Dies ist ein kleines Rückentriebwerk, ein neues Fortbewegungsmittel, mit dem man fliegen kann. Das Problem dabei ist, dass meine letzten Motorentests die Wand zum Garten hin ein wenig beschädigt haben. Es ist schwierig, die Leistungen eines Motors richtig einzustellen. Ich bräuchte ein Rheostat, wie jene, die man in Föhnen finden kann. Könntest du mir einen besorgen? Also, wir hatten ja bereits Kontakt zu einem so grau gekleideten Vertreter, der irgendwas mit Föhnen erzählt hat. Jetzt hoffe ich mal, dass wir für sowas nicht auf die Hauptinsel zurück müssen. Ich kann ihm natürlich einen Rheostat besorgen. Dann bekomme ich nämlich dieses nette Teil hier von ihm und das möchte ich. Und das brauche ich auch. So. Kann man hier denn auch rausgehen? Ja. Warum auch? Die Tür nehmen. Okay. Was steht denn hier eigentlich? Ende der Baustelle. Bitte langsam fahren. Mir ist gar keine Baustelle aufgefallen. Egal, also das hier könnte eine Baustelle sein. Aber sonst? Egal. Jetzt sind wir erstmal hier. Soweit alles in Ordnung. Was jetzt allerdings noch gemacht werden muss, ist mal in dieses Häuschen reingeschaut. Ich weiß es nur nicht, es kann sein, es kommt da gleich, wenn wir hier wieder raus wollen, da ein Klon raus. Ich bin mir aber nicht mehr... Oh. Schloss auf. So einfach, weißt du? Ist alles mit dem Schloss verhangen. Da kommt genau der, der den Schlüssel hat, um dich zu verprügeln. Weißt du, sie könnten ja alles Mögliche an Leuten dahin beamen, ne? Hallo? Guten Tag. Mein Bruder wurde festgenommen und das Haus wird bewacht. Ja, ja. Handel mit falschen roten Karten. Aber du, wie bist du hereingekommen? Und wer bist du? Ich heiße Twinsen. Ich habe deinen Bruder gesehen. Er ist im Gefängnis. Aber es geht ihm gut. Er hat mir gesagt, dass ich dir Amos sagen soll. Ah. Okay. Ja, ja, ja. Also kannst du das vielleicht gebrauchen? Du besitzt von nun an die rote Magnetkarte. Ja, Mann. Wir haben bereits gesehen, wo wir die einsetzen können. Nichtsdestotrotz wird diese erstmal wie üblich ausgeraubt. Ne? Und ich gehe da mal. Tür ist offen. Kannst da wieder raus. Kannst machen, was du willst. Wirst aber vermutlich irgendwo erschossen. Deswegen Vorsicht. So. Hallo? Geht da was? Ja. Ja gut, Herzen brauche ich ja nun nicht. Aber egal. Jetzt können wir zurückgehen. Also wir haben jetzt eine rote Karte. Was ziemlich geil ist. Und wir schauen auch zugleich, was mit jener anzufangen ist. Hallo? So. Rote Magnetkarte. Muss ich da hin? Ich glaube, ich muss die auch hier einsetzen. Hallo. Ja, und ich glaube, das ist so meine... Oder von jetzt an... So eine kleine halblegale Möglichkeit, hier das Museum zu betreten, ohne eine Eintrittskarte kaufen zu müssen. Oh, da kommen wir auch wieder in den Keller runter. Das ist ganz gut. Wir werden uns hier aber erstmal umsehen. Denn aus meiner... Oh, ein Soldat. Okay, langsam. Werden Sie mich wohl erschießen?
Nicht Totenkopfflagge. Piratenemblem, das dem berühmten Kapitän Einauge gehörte. Also hier steht definitiv irgendwas rum, das jemand möchte. Ich weiß nur nicht mehr was. Ich weiß auch, dass sie hier gegen später noch... Alarm! Das ist der Ausbrecher! Aber sie! Ich habe ihnen nichts getan! Ja, also die erwischen einen immer. Also. Ja, ich weiß ja schon, wie ich hier raus... Aber ich sollte meine Sachen natürlich... Och. Ich muss jetzt irgendwie meine Sachen da wiederholen. Wie mache ich denn das? Das ist ärgerlich, finde ich. Kann ich diese... Kann ich das nicht verschieben hier? Komm. Egal. Jetzt muss ich natürlich irgendwie gucken. Wie ich hier wieder... zurückkomme. Und ich bilde mir ein... Ich habe ja die rote Karte jetzt natürlich auch nicht... Ah ja, okay. Ja, wie sollte es auch anders sein? Ach so, sie sind ja nur der, hier Mechaniker, Elektriker, was auch immer. Alles klar, ich werde ihnen nichts tun. Es sei denn natürlich, sie wollen mir was tun. Dann müssen wir da nochmal drüber sprechen. Du hast soeben alle... Ja, alle Gegenstände wieder, super. Jetzt können wir auch mal gucken, wo es hier lang geht. Bin mal sehr gespannt. Bestimmt ins Museum. Da werde ich gleich wieder entdeckt und verpfiffen. Nee. Ah! Okay. Ja, auch gut. Komm her, du Schlange, du. Ich mach dich fertig. Jawohl. Die hat aber auch direkt zugebissen, ne? Also die ist voll aggressiv. Muss mal aufpassen. So. Warum? Ach so, das kann ich da gar nicht mal hochfahren, oder? Das wäre auch zu schön. Was steht denn hier? Aus Sicherheitsgründen lässt sich dieser Gullideckel nur von innen des Marinemuseums öffnen. Aus Sicherheitsgründen, okay. Dann werden wir das wohl so akzeptieren müssen. Das ist auch noch ein Schild? Oh mein Gott. Ich kann mich nicht erinnern, dass es im Originalspiel solche Macken gab, dass man da in solche Grafikfehler reingefallen ist. Entwässerungsdienst von Proxim City. Trockstraße. Trockstraße. Soll ich da mal hochgehen? Theoretisch kann ich ja jetzt einfach zu dem, ich nenne es jetzt mal Gefängnis, wieder raus spazieren. Völlig unbehelligt. Es wird mir nichts passieren. Okay, also bis gleich. So, also. Wir brauchen auf jeden Fall... Guck mal, da ist einer. Nee. Guten Tag. Warum nicht reden? Sieh an. Schließlich sind Sie auch auf die Insel Proxima gekommen. Ah, das ist der von der Hauptinsel. Erinnern Sie sich noch? Ich verkaufe Föhne. Nun gut, ich verkaufe Ihnen einen für 30 Kasches. Weil sie heute so schlecht weggehen. Habe ich 30 Caches? Ich probiere es ja, mal. Kauf ich. Sie haben nicht genügend Caches. Meine Güte. Also gut. Ja. Wie viel habe ich denn? 9. Das ist ja bei weitem nicht. Oh je. Wo kriege ich jetzt so viel Caches her? Soll ich jemanden töten? Verprügeln? Auseinandernehmen? Das ist halt blöd, wenn man von der Regierung gesucht wird. Man kann nicht einfach, wo man Bock hat, mal irgendwie Geld abheben. Angesichts der wieder auflebenden Bedrohung durch die Rebellen, erneute Bombardements durch unsere tapferen Klontruppen. Okay, das wird auf dieser Dingsbumsinsel sein, auf der Rebellionsinsel. Da geht's tierisch ab, da müssen wir nachher auch noch hin. Allerdings wirklich erst nachher.
Ja, haben Sie zufällig Geld? Bisschen? Eins. Oh je, wie lange soll ich mich jetzt hier... Also wirklich. Das ist natürlich jetzt ein bisschen aufregend. Das brauche ich da für dieses Föhn-Dings. 30 Caches. Ich habe jetzt natürlich keine Lust, hier Cash für Cash mir das zusammenzusammeln. Also habe ich echt nicht. Was ich jetzt allerdings mal tun werde, ist A, in mein Inventar gucken, wie viel Sprit ich noch habe. Ich habe 5 Reisen noch, okay. Ich probiere jetzt mal. Ja. Zunächst mal probiere ich den Kollegen da. Aus dem Weg zu räumen. Also, jetzt aber. Das ist ein bisschen blöd, wenn man nebenher dann noch nachzielen muss, sage ich jetzt mal. Da ist ein Militärfahrzeug. Moment, wird das bewacht? Nee. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier für Möglichkeiten haben. Eigentlich ist das Video zu Ende. Eigentlich ist das Video zu Ende von der Zeit her. Das machen wir jetzt auch so. Ist auch eine ganz gute Stelle. Wir haben ja einigermaßen unsere Ruhe. Es ist gerade niemand hinter uns her und wir können relativ gemütlich hier im nächsten Video weitermachen und gucken, wohin uns diese Fahrzeuge bringen. Denn das wird ja mit Sicherheit auch nochmal ganz interessant. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gern Däumchen nach oben da lassen und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten freue ich mich auch sehr über einen Kommentar und tschüss.